Handlung quasi. Weil die Tortenteile sind nämlich wichtig, weil ohne die Torte, wie willst du dann automatisch hier weiterkommen? Weil diese Idee, sich einfach in der Torte zu stecken, ist einfach wirklich genial. Sammle Trockenteile. Das wird nochmal zurück in denselben Ort. Dann gehe ich hier rein. Einmal den Leichtschutz. Nein, keine Message. Oh, das ist kein Problem. Ja, also schon einige Pläne, was aus der gesamten Live-Übertragung wird. Entthrone den König. Zerstöre die Sirene. Aber das gibt ja immer Verstärkung. Superchargers natürlich. So, das war's mit dir, Serene. Zerstört. Barrikaden zurecht. Das hier ist erstmal nichts. Superkönigs. Hier kommt man nicht um dich herum. Diese Piraten kommen da ja irgendwie wieder. Schön gut im Bad hier. Okay. Das traf.
hat sich doch erledigt. Die schöne Tochter braucht man ja die Zutaten. Das lädt schon wieder schon rum. Ja, was soll man sagen? Das heißt, es wieder erneut mit Popfis sprechen, um die nächsten Zutaten zu finden, quasi. Ja, 6 Tortenzutaten fehlen mir noch, damit wir den verlassenen Vergnügungspark betreten können. Lass uns das mal machen hier. So, eine Tortenzutat mehr ist darin versteckt. Zerstöre den fiesen Kreator. Festungszugang. Sensei sind hier stärker. Becken des Bezwingers. Das hat zumindest ein bisschen Gold nach sich. Ja nie weiter. Ich muss ja außen rum. Hier rüber. Ja, auf dem Vormarsch. Bergaufkampf. Da ist der böse Kreatron, den wir zerstören müssen. Indem wir ihn angreifen. Schön angreifen. Im Moment ist ja ganz alles hier frei, also kann ich ja unbesorgt sein, dass mir jetzt gerade was passiert. Erledigt. Ist wirklich eine Zutat, die man nicht brauchen kann. Aber das muss ja auch eine große Torte sein für ihn. Deswegen ist es eine Menge Mehl. Ich denke mal,
zwei, drei Tonnen Mehl. Ist das? Naja, gut. Lassen wir mal die Milchsache mal jetzt mal sein und brechen wir wieder mit Pupfes für die nächste Zutat. Oh, ich muss die Geier töten. Das ist sehr leicht. Da gehe ich lieber mal in den Kampf gegen den Adler. Und eine. Also drei sind schon mal versteckt. Diesen Geier muss ich bekämpfen für eine neue Tortenzutat. Das ist halt dieser klassische eine Überraschungsangriff. Aber diesmal erhalten wir keine Imagine-Kiste, sondern eine der Tortenzutaten, die wir brauchen. Also machen wir das. Das kostet ja auch nicht wirklich sehr viel Zeit. Zwar, dass wir hier Gaia-Alarm wieder haben, dadurch. Wer kennt das ja nicht? So. Dieser Gaia ist erledigt. Der wird jetzt wild. Der Geier will zuschlagen. Der Geier will zuschlagen. So, jetzt haben wir nur noch einen Geier hier. Einer dieser großen. Ja, Gaia, wir wissen, dass du da bist. Zack. Gute Arbeit beim Ausschalten dieser Vögel. Die Torte wird super lecker, auch wenn mir strikt verboten wurde, sie zu essen. Zack. Das gibt ein Los. Jetzt brauchen wir nur noch vier. Und jetzt gehen wir wieder zurück hier rein und schnappen uns die fünfte Tortenzutat. Das wird ja aber ganz schön gut funktionieren. So, lass uns mal weitermachen hier. Nachdem wir hier die Loading Zone zu Ende haben. Jetzt halt quasi jetzt irgendwie benutzen, damit wir hier diese bekommen hier. Ja, genau. Geht alle in euren Stall rein. Wo ist er? Da bist du. Geht rein, Hühner. Hier müssen wir Eier holen. Kiste. Gebratene
das Hühnchen in der Klackhose. Natürlich war ich da so. Warum denn auch?